Hallo zusammen, hi Zocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, man erntet was man sieht, anzunehmen bei Harkoa, in Suldwag, an dieser Position. Vorquest war das Blut eines toteten Gottes. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. mit einem Charakter, der fliegen kann und schon viel zu hoch für dieses Questgebiet ist. Ich bin aber davon überzeugt, das Video wird euch auch helfen in WoTLK Classic. Ich halte mich am Boden, so könnt ihr ganz einfach die Wege nachlaufen. Ich hoffe mal, das hilft euch. So, ich gehe mal in Katze, jetzt sind wir gleich am Ziel. So, an dieser Position angekommen. Hier war auch die Map. Müssen wir das Quest-Item benutzen. Also Quarzlun anklicken. Und das Quest-Item Quarzluns Ritual benutzen. Auch im Inventar zu finden, auch von da benutzbar. Kann nicht gewirkt werden, wenn die Gestalt verwandelt ist. Alles klar. Dann also Druiden. Nicht verwandelt sein. Und jetzt müssen wir ein bisschen abwarten. Jetzt darf ich mich aber verwandeln. Nun müssen wir gleich einen Mob bekämpfen. Wie gesagt, ich bin zu hoch für dieses Gebiet. Falls ihr die Quest in WoTLK Classic macht, einfach gegen den Mob kämpfen. Sollte auch alleine schaffbar sein. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, der ist nicht nett zu dem. Und hier haben wir Prophet. So, kann man unterbrechen. Schlangengestalt. Und man sieht, nein, er ist keine Elite. Ich schau mal, ob er noch was kann. Jetzt ist er wieder zurückverwandelt. Haut euch. Ich würde mal sagen, viel mehr kann er nicht. Ich kann ihn jetzt einfach töten. Mach ich mal. So. Quest ist bereit zur Abgabe. Wunderbar. Natürlich zeige ich euch auch das noch. Hier entlang. Hier kann man einfach durchfliegen oder laufen. So. Und jetzt müssen wir in dieses Gebüsch. Simdorga. Quest ist abzugeben so bei Hexendoktor Khufu in Suldwag in dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!